Ja, sag mal aus, Herr Schmidt. Hast du eigentlich gedient? Ja. Und wo? Luftwaffe. Luftwaffe. Oh. Ein Fehler hat jeder. Ich habe gelesen, du. Das habe ich gehört. Und du hast noch Auftritte hier in der Region, in Koblenz. Ja, ich bin öfters im Café Hahn, ganz toller Laden in Koblenz, Koblenz-Gülz. Wann hast du Auftritte? Was für Daten sind das? Ich glaube, dieses Jahr nicht mal, aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall. Ich glaube nicht am 14.06. Habe ich da nicht was gelesen? Nee, dieses Jahr nicht, wahrscheinlich, aber nächstes Jahr kann sein. Ja. Und was uns ja mal alle interessieren würde, wir sind in der Einsatzarmee, warst du schon mal im Einsatz? Also richtig, ja. Ich war im Jahre... 2010 war ich in Afghanistan, habe dort zwei Shows gespielt, in Massa-e-Sharif und in Kundus. Ja. Und da gibt es eine kleine Anekdote, die ich mal gerne erzählen will. Ich bin ja Holger Müller, ist mein richtiger Name. Ich spiele seit 20 Jahren Ausbilder Schmidt und bin natürlich, ich leide privat in Zivil unterm Ausbilder Tourette. Das ist ein Problem. Du gehst in Zivil in den Supermarkt rein, eine Riesenschlange, dann hörst du dich rumbrüllen, mach mal hin, zack, zack. Ja. Oder war neulich mit meiner Frau essen und da kommt der Kellner mit so einem Gruß aus der Küche an. Sag, was ist das denn? Fliegenschiss an Läuseschenkel. Also, und ich selber würde mich privat eher als Lusche einstufen. Ja. Der Ausbilder Schmidt ist natürlich der Starke. In Afghanistan, in Massa-e-Sharif und Kundus war ich als Ausbilder Schmidt, der Harte. So. Jetzt sagen die, bin ich von Massa-e-Sharif. Also ich muss sagen, ich habe bei unseren Jungs gespielt, nicht von der Taliban. Ne? Also wäre auch blöd gewesen, ne? So Jungs raus aus den Frauenklamotten. Also wäre ich auch gar nicht mehr hier. Und dann fliegst du von Massa-e-Sharif nach Kundus mit der Transall, alte Transportmaschine. Und kurz vorm Abflug sagen die zu mir, auch übrigens Ausbilder, nach Kundus fliegen wir aus Sicherheitsgründen im Sturzflug rein. So, ich als Ausbilder, geil. Ich als Holger Müller, privat im Phantasialand fahre ich noch nicht mal Achterbahn. Ich saß also in dem Transportraum, zufälligerweise ein ranghoher Offizier, 3-Sterne-General mitgeflogen nach Kundus. Der saß im Cockpit. Der hat gehört, Ausbilder Schmidt fliegt nach Kundus, macht eine Show. Dann kamen wir generalstabsmäßig in den Transportraum rein. Sagt so, Ausbilder Schmidt! Ja, das bin ich. Wunderbar, dass Sie nach Kundus fliegen, für die Kameraden, Kameradinnen eine Show spielen. Zur Ehre dürfen Sie vorne bei mir im Cockpit mitfliegen. Ich so, ist das besser oder schlechter? Er sagt, er kommt drauf an, da sehen Sie schön, wenn wir Kundus reinfliegen. Und ich sage, wissen Sie was, Herr General, ich bleib hier hinten sitzen. Und er sagte zu mir, wortwörtlich, schwul oder was? Also, das als kleine Anekdote. Ja, meine Damen und Herren, und davon können Sie sich jetzt selber überzeugen. Wir haben mal einen kleinen Film vorbereitet. Und da sage ich jetzt einfach mal an die Technik, Film ab. Ja. Danke.